Robse, der wahrscheinlich einzige Mensch, der es gleichzeitig schafft, die AfD komplett abzufeiern, aber KuchenTV für highly problematisch zu halten. Ich habe ja vor einigen Wochen ein Video zu ihm gemacht und er hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, darauf zu antworten. Ich kann euch nur so viel sagen, es ist pures Comedy-Gold, schauen wir rein. Nach meiner letzten Kritik an KuchenTV bekam ich sehr viel Hate und zwar zu Unrecht. Zudem hat ein KuchenTV-Fanboy ein Video gegen mich gemacht, das alles werden wir jetzt entkräften und es wird tatsächlich ein wenig politisch. Okay, anscheinend bin ich nur ein Fanboy, aber war trotzdem wichtig genug, dass er ein Video zu mir machen musste. Denn ich scheine ihn mit einer Aussage ganz schön getriggert zu haben. Und zwar heißt der M&H Creators, kennt wahrscheinlich keiner von euch, aber er hat echt extrem loste Vergleiche gemacht. Und er dachte tatsächlich, er könnte mich damit zerstören. Ich sollte vielleicht noch einmal erwähnen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles wirklich ernst gemeint ist oder ob er nur ein Troll ist. In diesem Fall würde ich ihm eigentlich gar keine Aufmerksamkeit geben wollen. Ey, hatte gerade wirklich gesagt, dass er mir keine Aufmerksamkeit geben will. Ich würde dich jetzt echt nicht irgendwie niedermachen und sowas, weil ich war auch mal klein. Also es ist einfach unangemessen zu sagen, dass du mir Aufmerksamkeit geben willst. Ich weiß nicht, auf deine Aufmerksamkeit kann ich ehrlich gesagt auch verzichten. Okay, weil ich ihn damit so schön triggern konnte, mein Video hat nach 3 Wochen über 100 Likes gemacht und sein Video nach 10 Tagen hat ganze 4 Likes. Ist auch eigentlich völlig irrelevant, aber eben nicht, wenn man sowas hier sagt. Ich war auch mal klein. Falls er jedoch die Körpergröße gemeint hat, in seinem letzten Video hat man seine Beine gesehen. Ich bin ca. 1,80 groß, ihr könnt ja einfach mal schätzen, wer größer ist. Machen wir aber mal sachlich weiter. Also erstens, ich trolle echt nicht, weil Kritik an KuchenTV kann man einfach nicht trollen, ja? Also jede Kritik an einem Kuchen kann man nicht trollen. Okay, gewagter Take, weil ich kann mich ja prinzipiell in ein Video setzen und den größten Blödsinn über KuchenTV labern. Habe ich dann ein Naturgesetz gebrochen, weil Kritik an KuchenTV nie getrollt sein kann? Dieses Aussagen ins Absolute ziehen und verallgemeinern von ihm werdet ihr auch noch öfter hören. Also jeder Mensch, der mehr als 2 Gehirnzellen hat, müsse das verstehen. Okay, an der Stelle muss ich auf jeden Fall schon mal pausieren, da mich dieser extrem ableistische Umgang an Menschen mit vermindertem IQ sehr stark aufregt, da ich mich dadurch persönlich auch sehr stark angegriffen fühle. Ey, wisst ihr, was mich bei diesem Typen extrem aufregt? Er macht dasselbe wie KuchenTV. Die verschleiern ihre Verblödung mit ihrer scheinheilig intelligenten Artikulation. Das heißt, die verwenden irgendwelche Fremdwörter, irgendwelche Fachbegriffe, irgendwas so. Die kommen schlau rüber und das sehen die Leute dann an, als ob sie recht hätten, ja? Okay, ich glaube, uns führt nichts daran vorbei. Ich erkläre den Witz jetzt einmal für Dummies. Er sagt in seinem Video, jeder mit mehr als 2 Gehirnzellen sollte das jetzt verstehen. Und ich sag daraufhin, mit möglichst schlau klingenden Worten, dass ich mich selber davon betroffen fühle. Womit ich ja sage, dass ich dumm bin, aber das gleichzeitig mit schlauen Worten sag. Also quasi so einen kleinen Widerspruch schaffe, der einfach in dem Kontext so lustig war, beziehungsweise ich persönlich das einfach lustig gefunden habe. Und er macht da irgendeine krasse Strategie draus, dass ich irgendwie extra Fremdwörter benutze, um schlauer zu klingen und so weiter. Nee, ich habe mich darüber lustig gemacht und ansonsten nutze ich die Worte, die mir gerade einfallen. Ich schreibe mir nur Stichlisten für meine Videos und keine exakten Scripts. Insofern und generell auch allgemein würde das eh überhaupt keinen Sinn ergeben. Jetzt wird es los, der Typ vergleicht meine Kritik an Make-up mit dem Verhalten von KuchenTV. Kommen wir aber jetzt mal zu einem Punkt, den ich deutlich besser verstehen kann. Eine weitere Sache ist, dass KuchenTV gerne Body-Shame bzw. Body-Geschämt hat. Ey, das ist echt krank. Frauen heutzutage sind ja wirklich ein Scam. Nehmen wir zum Beispiel Fettleibigkeit her, was KuchenTV extrem hart gedisst hat und stellen es neben Make-up. Das kann man nicht gleichstellen. Okay, und das habe ich halt wirklich nie gemacht. Du regst dich extrem darüber auf, dass KuchenTV sich über Leute mit Übergewicht lustig macht. Ist ja auch erstmal in Ordnung. Aber wenn du dann ein Video machst, wie du auf Dilara reagierst und da so etwas sagst wie, boah, das ist echt krank. Frauen heutzutage sind ja wirklich ein Scam. Aber du hast ja auch nicht zu der geschminkten Dilara gesagt, dass das echt krank und einfach ein Scam ist, sondern zu der ungeschminkten. Denn Schminke ist etwas, was nichts über eine Person aussagt, aber Fettleibigkeit schon. Und demnach trifft es Menschen, die dick sind, eher als Menschen, die geschminkt sind. Ja, dass es Leute eher trifft, mag ja stimmen. Aber es ist im Endeffekt beides eine Äußerlichkeit. Und dein Scheinargument mit Make-up ist gleich Fake, Übergewicht ist gleich Real, ergibt einfach gar keinen Sinn, weil Make-up existiert. Also wenn es Fake wäre, dann würde es das ja nicht geben. Und es ist sehr wohl ein Ausdruck der Persönlichkeit und genau wie Kleidung oder Übergewicht eine Äußerlichkeit, die man eigentlich nicht zu bewerten hat, wenn man nach deinem Weltbild geht. Ich habe mir auch mal sein Instagram angeschaut und ich möchte ihm ja jetzt nicht unterstellen, dass er Follower kauft, aber alle Accounts, die ihm folgen, sehen einfach super seltsam aus und er hat auch fast 1000 Follower, ohne einmal ein Bild hochgeladen zu haben. Und by the way Leute, ich habe auch Instagram, Link ist in der Videobeschreibung, dort kriegt ihr ein paar Einblicke und Fotos, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
Aber ich glaube, es ist bei ihm einfach so ein allgemeines Problem, dass er nicht verstehen kann, wie Humor funktioniert. Ey, was ist los mit diesem Typen? Was versteht ihr darin denn nicht? Das ist kein Humor von KuchenTV. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als KuchenTV sich über den ermordeten Cousin von ABK lustig gemacht hat? ABK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit sieht, auch in der Öffentlichkeit geklärt wird. Was denn eigentlich mit deinem Cousin, der in Amsterdam erschossen wurde? War das ein 360 No-Scope? Ach so, ich feiere es also, wenn sich KuchenTV über den Cousin von ABK lustig macht, der ermordet wurde. Wenn wir mal mein Video so durchskippen, sehen wir, dass ich dazu eigentlich gar nichts gesagt habe und in deinem Video war das halt auch nicht drin. Und ich würde einfach mal sagen, wenn das in deinem ersten Video drin gewesen wäre, hätte ich da auch sehr wenig für kritisieren können, weil da sind wir einfach einer Meinung. Das ging gar nicht von KuchenTV. Aber nur weil ich KuchenTV als Person immer noch mag, heißt das nicht, dass ich jeden Witz, den er jemals gemacht hat und für die er sich bereits entschuldigt hat, cool finden muss. Man kann auch einfach über manche Sachen hinwegsehen und einzelne Sachen nicht cool finden, vor allem wenn die Person sowas nicht nochmal wiederholt und sich bereits entschuldigt hat. 5000 Euro Bürgergeld, 5000 Euro fürs Nichtstun, sowas ist eine absolute Frechheit. Und das ist halt offensichtlich einfach fake. Ich meine, seine Quelle ist hier irgendein TikTok-Video, wie jemand sein Handy abfilmt. Ja, und jetzt bekommt er 10 Millionen Euro Bürgergeld. An der Stelle kann ich sagen, dass es kein Fake ist, also ich glaube, es ist kein Fake, das ist ein Clip, den ich gefunden habe. Und das ist ganz klar kein Bild, das ist kein Screenshot. Das ist eine Live-Aufnahme und das sieht man, indem er ganz kurz mit dem Finger auf den Bildschirm geht und man sieht, wie sich der Bildschirm dann bewegt. Guck mal, krass Leute, auf der Google-Website steht einfach, Imp ist der Beste und das ist auch legit, weil das bewegt sich hier so ein bisschen. Also es kann ja theoretisch sogar sein, dass diese Aufnahme aus der Banking-App legit ist. Und ob es theoretisch möglich ist, mit 30 Kindern so viel Bürgergeld zu bekommen, ist ja auch prinzipiell egal, weil es ist einfach super unrealistisch. Und man bekommt ja auch als Zuwanderer nicht sofort Bürgergeld. Und so eine Aussage wie die Deutschen werden gedrückt und vernachlässigt und Ausländer ganz klar bevorzugt, das ist meine Meinung. Spoiler, Bürgergeld ist nicht nur für Ausländer. Ich möchte jetzt gar nicht einordnen, ob ich das Bürgergeld zu hoch oder zu niedrig finde. Ist nicht meine Aufgabe und möchte ich jetzt auch nicht bewerten. Aber ich finde es halt einfach dumm, wie er es argumentiert, weil selbst wenn er eine andere Meinung hat, argumentiert er sie auf absolut dümmste Art und Weise. Tut mir leid. Dann blendet er irgendeinen Clip von Karl S. ein, der irgendwie legiter sein soll. Keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Aber weiter geht es hiermit. Welche Partei wählt ihr eigentlich? Ja, okay, das ist schon ein bisschen witzig. Aber wichtig zu verstehen ist, dass ich auch jede andere Meinung respektiere. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine andere Partei wählt und begründen könnt, warum... Okay, also du akzeptierst Meinungen, man muss sie nur verargumentieren. Dann finde ich es schön, dass der Kommentar mit den drei Buchstaben A, F und D, die er als Argument gereicht hat, ihn zu liken. Also versteht mich nicht falsch, ihr könnt die AfD wählen. Ich halte euch dann persönlich nicht für besonders gebildet. Und ich kann ja auch nicht mehr machen, als euch zu sagen, dass ich es für eine dumme Idee halte. Aber mir ging es hier vielmehr darum, aufzuzeigen, dass Robse gleichzeitig sagt, KuchenTV ist so problematisch und dass mir seine anstößigen Auffälligkeiten noch nie aufgefallen sind. Und gleichzeitig findet er die AfD sehr cool, wie er das in mehreren Videos gezeigt hat, die halt auch so die ein oder anderen anstößigen Auffälligkeiten haben, um das mal nett auszudrücken. Anscheinend mag er auch nicht nur die AfD, sondern auch die NPD, aber beruhigt euch Leute, der Kommentar wurde von jemandem aus meiner Community geschrieben, um zu testen, ob er das eben auch liked. Also der Typ stellt mich als irgendwas dar, so. Dieser Typ, also du, M&H, bist meiner Meinung nach einfach nur ein KuchenTV-Fanboy. Du wirkst mir auch so, als wärst du ein absoluter Anime-Fan. Ich kann zugeben, dass ich Animes mag und dass mich Robse komplett zerstört hat. Ich verstehe es, wenn ihr jetzt enttäuscht von mir seid. Wenn ihr jetzt Hassnachrichten und Kommentare schreibt, dem Video ein Dislike gibt und mir nie wieder irgendwas glaubt, denn ich mag anscheinend Animes, zumindest sehe ich so aus. Ich bin und bleibe der Meinung, dass die Leute, die diesen abwertenden, beschämenden Humor von KuchenTV feiern, schlimme Menschen sind. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht zu den Leuten einbringen, die wirklich auch extrem verblendet sind. Wirklich korrekt von dir, dass du Leute, die bereits verblendet sind, noch weiter erleuchtest. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Absoluter Anime-Fan.